Hallo, Freunde der Filmunterhaltung, und herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung von dem Film Civil War. Ja, in diesem Film geht es nicht um Marvel oder irgendwie so etwas. Nein, dieser Film ist ein fiktives Szenario. Und zwar geht es halt darum, dass der amerikanische Präsident sich einfach mal eben so eine dritte Amtszeit snackt. Und nicht nur das, er tut auch ein paar sehr fragwürdige Entscheidungen treffen. Und zwar schafft er ebenso das FBI ab. Einfach mal ebenso. Das stößt natürlich auf sehr, sehr wenig Gegenliebe. Und die amerikanischen Staaten sind nicht mehr vereint, sondern die sind zersplittert. Und die Staaten Dallas und Florida, die wollen zusammenarbeiten und wollen den amerikanischen Präsidenten... Einfach mal so aus dem weißen Haus rauszehren. Ja, was der Film aber interessanter macht, das ist eigentlich weniger die Grundstory, sondern mehr, wie der Film gemacht wurde. Denn wir schließen uns jetzt nicht irgendwelchen ähm, Supersoldaten, Militär irgendwas an. Nein. Denn wir schließen uns ein Team von Journalisten an. Zwar genauer gesagt Journalisten, die sich ja ähm, im Krieg ähm, halt spezialisiert sind. Und zwar die Kriegsfotografin Lee Smith, gespielt von Kirsten Dunst. Ja, die kennt man natürlich aus den Sam Raimi Spider-Man-Filmen. Dann Joel, der ist so ja, ein guter Kollege und guter Freund von Lee Smith. Ähm, der wird gespielt von Wagner Murrah. Den kennt man zum Beispiel aus Narcos. Dann, ja, so ein bisschen alter Weggefährte von denen und gute Seele. Und zwar der Sammy, gespielt von... Von Stephen Henderson, so rum. Den kennt man zum Beispiel aus den Dune-Filmen. Durch einen kleinen Zwischenfall, wo sie schon mal so ein bisschen ähm, auf die Straße gegangen sind, schon mal ein paar Sachen ähm, ja fotografiert haben, kommt ein kleines, ja, kleines Mädchen, kann man jetzt nicht sagen, ein junges, eine junge Frau in, ähm, zu dem Trio. Und ähm, ja, es ist eine auch aufstrebende Fotografin, die Lismis. Als ähm, absolute Inspira Inspiration. Heute geht es aber wieder los. Inspiration halt ähm, vergöttert. Und zwar die Jessie. Und ja, sie möchte sich den Leuten anschließen, also dem Trio anschließen. Und äh, Lee ist davon so absolut gar nicht von überzeugt. Denn die hat da so gar keinen Bock drauf, irgendwie so eine Art Babysitter oder sowas zu spielen. Aber ja, sie freundet sich mit Joel und mit Sammy an und. Ja, somit wird sie dann halt mehr oder weniger überstimmt. Und ja, somit macht sich das Quartett auf und möchte nach Washington fahren, bevor, beziehungsweise bevor der Präsident halt aus dem Weißen Haus rausgeholt wird, um nochmal ein Interview mit ihm zu machen. Und auf diesem Weg dorthin werden sie alle möglichen Abenteuer und allen möglichen Dinge erleben, die man in so einem Szenario erleben kann. Und das ist jetzt wirklich kein Film, der jetzt irgendwie übertrieben mit CGI oder was auch immer für irgendwelche Monströsitäten oder sowas aufwartet. Nein, der Film ist wirklich geerdet. Der Film ist auf seine Art und Weise schon recht brutal, aber der Film ist ähm, ja, wenn man sich dieses Szenario wirklich vorstellen möchte, dann doch sehr realistisch. Und das ist auch die bisher größte Produktion von A24 gewesen, denn mit sage und schreibe Produktionskosten werden mit ja, ca. Äh, 75 Millionen Dollar angegeben, was für dieses Studio schon ein Riesenbudget ist. Also A24 macht ja schon, schon ein paar gute Filme, aber 75 Millionen Dollar hat bisher noch keins von denen gekostet. Der Film ist ja absolute Wahnsinn. Der Film ist pures Adrenalin. Der Film hat wirklich ein Top-Erzähltempo. Man schließt sich diesen Quartett einfach an und die Charaktere sind so cool geschrieben. Also man hat erstmal die, ähm, die Lee, die so ein bisschen, ja, ein bisschen kalt wirkt, halt, die halt so einfach nur so stur ihr Ding durchzieht und so. Und ähm, dann hat man den Joel, der so ein bisschen so die Vermittlerrolle hat, der so ein bisschen so, ja, auch so ein bisschen der der, der gute Kumpeltyp halt einfach so ist auch mal gerne mal so ein paar Späße gemacht dann hat man den Sammy dabei der so die gute Seele des Teams ist mit dem sie ähm, ja mit dem sie halt schon so viel erlebt haben und deswegen einfach ähm, zwar nicht mehr der Jüngste ist aber diesem Moment will er sich einfach nicht entgehen lassen und ja dann die Jessie die sich da in dieses Team da hinein ähm, ja sagen wir mal so hineinbringt und sie so als kleine aufstrebende Fotografin jetzt halt mal so mit ihrer mit ihrem Vorbild da voll mitmischen möchte. Und dieses Team ist einfach so genial zusammengewürfelt, da ist man einfach sofort drin. Und man hat es auch geschafft, diesen Film so zu machen, dass man sich wirklich als, als, als fünfte Person in diesem Team fühlt. Man, es wird jetzt nicht direkt, man wird jetzt nicht direkt angesprochen oder so in dem Film, aber so wie die Kamera ist, so wie das ganze Setting drumherum gemacht wird und gebastelt wird, da hat man wirklich einfach das Gefühl, man ist die fünfte Person. Und das haben die richtig gut gemacht. Was mir aber noch ein kleines bisschen besser gefällt, das ist der Ton. Also ich habe den Film IMAX gesehen, da kommt der Ton ja von oben, von unten, von links und rechts und so. Man hat wirklich gehört, wo jede Kugel herkommt. Man hat wirklich gehört, wo ähm, jede Explosion herkommt. Das war einfach richtig stark gemacht. Also man hat bei diesem Film einfach es wirklich geschafft, aus diesem fiktiven Szenario einen Film zu machen, der auf seine Art und Weise brutal ist. Auf seine Art und Weise einfach auch brutal wirkt, weil dieses Szenario so realistisch dargestellt wird. Man hat auch wirklich jetzt keine riesen CGI-Schlachten oder so. Ich glaube, es waren tatsächlich auch echte Militärfahrzeuge und Flugzeuge, die dort zum Einsatz gekommen sind. Das hat man ja damals sogar schon bei den Transformers-Filmen ja teilweise gehabt. Da hat man das so ein bisschen, ja weiß ich, als Werbeclip fürs Militär genommen oder als, als so ein bisschen Promo fürs Militär genommen oder wie auch immer. Und das haben die dort wohl wahrscheinlich auch gemacht, weil da ist jede Menge Militärzeug da zu sehen. Und da werden die wahrscheinlich auch irgendwelche Kooperationen eingestellt haben. Das ist einfach ein Film, den muss man im Kino gesehen haben, alleine schon wegen dem Ton. Also das ist ein Film, da, ähm, nein, das kann man nicht auf irgendwelchen Billiglautsprechern hören oder so. Das muss man richtig im Kino gesehen haben und gehört haben. Der Film ist einfach ein richtiges Erlebnis. Und welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Freunde der Film- und Gaming-Unterhaltung. Hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es alles von euren Content Creator. T-Shirts, Hoodies, Turnbeutel und noch vieles, vieles mehr. Und natürlich die Designs von Arts Expert. Also holt euch eins von den coolen Logos und holt euch den coolen Stuff nach Hause. Ihr könnt hier könnt ihr frei wählen, Größe, Farbe. Alles, was ihr wollt. Also randa und holt euch den Stuff. Bis demnächst. Ja, da sind wir wieder. Ja, also Civil War. Nichts mit Marvel zu tun, sondern wirklich ein fiktives Szenario eines amerikanischen Bürgerkrieges. Mit sehr viel Liebe zum Detail, mit sehr viel Realismus und mit einem sehr guten Schauspielern, die ihre Rolle einfach zu 100% genial spielen, mit wirklich guten Kamerafahrten, mit wirklich guten Kameraperspektiven, mit einem absolut grandiosen Sound. Also da hat man bei dem Film wirklich sehr viel richtig gemacht. Dieser Film ist einfach pures Adrenalin. Wenn man da einmal sich darauf einlässt, auf dieses ganze Szenario und so, dann wird man... 109 Minuten richtig stark unterhalten und somit gebe ich dem Film die volle Punktzahl von fünf Totenköpfen, weil ich habe nichts gefunden, was ich an dem Film auszusetzen hätte. Also für mich war das einfach ein absolut rundes Gesamtpaket. Mir hat der Film einfach riesen Spaß gemacht. Der Film war spannend, der Film hatte Action, der hatte auch Humor gehabt, er hatte auch ein bisschen andere Elemente noch gehabt. Also dieser Film ist der absolute Wahnsinn. Ja, wenn euch gefällt, was ich mache, dann schaut doch mal unten in die Videobeschreibung. Dort sind ein paar interessante Links, mit denen ihr mich unterstützen könnt. Ansonsten abonnieren, liken, kommentieren, nicht vergessen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.